Ich grüße alle in Jesus Christus. Heute sprechen wir über geistige Gaben. Hauptsächlich über die Gabe der Sprachen bzw. Zungenrede. Die Befürworter der charismatischen Bewegung beharren darauf, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sein müssen, der dann mit Sprachen bzw. Zungenrede bestätigt wird. Die Frage ist, müssen wir in Zungen reden, damit wir gerettet werden? Und ob die Zungenrede eine Bestätigung für unsere Errettung ist. Einige von euch haben bestimmt schon mal gehört, wie sowas bei diesen Pfingstlern, Charismatikern klingt. Das sind definitiv keine biblischen Gaben. Das ist schlimmstes Gefasel, Gebrabbel, das trainiert werden kann. Zieht in Betracht, dass wir nicht an das theologische System appellieren, an kirchliche Tradition oder die Erfahrungen von jemandem. Weil uns das nicht interessiert. Das Einzige, was wichtig ist, ist das, was Gottes Wort sagt. Lasst uns sehen, was Paulus in 1. Korinther 12,10 sagt. Einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Im Vers 30 sagt er, haben alle Gnadengaben der Heiligungen, reden alle in Sprachen, können alle auslegen? Natürlich hatten einige von diesen Gläubigen die Gabe der Sprachen bzw. Zungenrede. Und das sehen wir klar. In Markus 16, 17 sagt der Herr Jesus Christus, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Und lasst uns noch den 18. Vers dazu lesen. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Vor einiger Zeit habe ich gelesen, dass ein Pastor durch einen Schlangenbiss gestorben ist. Er dachte, dass die Verse aus Markus 16, die wir gelesen haben, im Vers 18, in Kraft sind heute, also heute in der Zeit der Gnade, ja. Und diese Verse werden in Kraft treten, aber in der Drangsal. Genauso wie sie es waren, bis der Leib Christi sich geformt hat. Aber heute sind sie es nicht und deswegen stirbt dieser Mensch. Und du spiel jetzt mit der Bibel. Spiel dich jetzt mit ihr. Er dachte, dass er umgehen kann mit tödlichen Schlangen, dass er ein Pentakostaler ist und dass er das kann. Es gibt übrigens auch solche, die übers Wasser gehen und dann ertrinken. Wahrscheinlich dachte er, er sei Petrus. Seht ihr, wenn die Bibel falsch benutzt wird? Paulus schreibt auch in 1. Korinther 14, 18: Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Also, Sprachenrede ist definitiv biblisch, denn die Verse, die wir gelesen haben, zeigen, dass bestimmte Christen und jüdische Gläubige die Geistesgabe der Sprache hatten. Das bezweifelt keiner, das ist Wahrheit. Aber ist Zungenrede etwas, was die Christen heute praktizieren sollten? Diese Frage werden wir ein wenig später beantworten, denn in der Bibel scheint Sprachen- und Zungenrede klar auf. Ja? Aber bevor wir näher darauf eingehen, müssen wir dieses Thema so betrachten. Also so betrachten, wie es uns die Bibel sagt und nicht wie es uns irgendeine Denomination lehrt. Als erstes, was bedeutet diese Sprachenrede in der Bibel? Heute beharren einige Kirchen darauf, dass sie in sogenannten Engelsprachen reden, einer besonderen Gebetssprache, die nur Gott versteht. Nach dem Hören von diesen sogenannten Sprachen, von diesen Menschen, das, was sie brabbeln und so, kommen wir abschließend dazu, dass das nichts Verständliches ist. Das ist Hastala, Schandala, Hubla, Bubla, Kubla, Tatarata und so weiter. Während die anderen so wie ein begleitender Gesang Jesus, Jesus, Jesus rufen. So ein Verhalten, welches mit orientalischen Religionen verbunden ist, mit Atmungsgebeten und so weiter, sind leer und nutzlos, religiöse Unsinnigkeiten. Also Korinth, weil Paulus den Korinthern schreibt, ist definitiv die geistig unreifste christliche Gemeinde, die Paulus kennt, beziehungsweise etabliert hat, weil er hat sie etabliert. Diese Gläubigen liebten den Dienst mit Aufbauen von Gefühlen, beziehungsweise emotionaler Erfüllung, und sie wollten in der Mitte des Geschehens sein. Dann haben sie sich mit diesen Gaben gerühmt. Und das ist leider die Beschreibung heutiger Kirchen. Nur, dass sie, ein Unterschied, nur dass in Korinth die wahren geistigen Gaben gewesen sind, nicht wie heute.
Die Korinther nutzten ihre Gaben aus. Deswegen befasst sich Paulus in drei Kapiteln mit dem Thema. 1. Korinther 12, 13 und 14. Um diese Probleme klar zu machen und zu berichtigen. Im 14. Kapitel befasst er sich komplett mit der Sprachenrede. 1. Korinther in den Versen 2, 4, 13, 14, 19 und 27 erwähnt Gott das Sprechen in unbekannter Sprache. Dieses Wort unbekannt zeigt auf fremde Sprache, nicht verständlich für die Zuhörer. Einige Gläubige in Korinth liebten es, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, indem sie Sprachen bzw. Zungen benutzten. Das sehen wir. Gottes Gabe der Sprachenrede ist immer intelligent gewesen und eine verständliche menschliche Sprache. Das bedeutet, wenn jetzt hier ein Chinese kommt, ja, bekomme ich die Gabe der Sprachen, um Chinesisch zu sprechen zu ihm. Und zwar, um ihm das Evangelium zu verkünden. Das ist die Gabe, in Zungen oder Sprachen zu reden. Ich bekomme diese, um ihm das Evangelium zu verkünden, obwohl ich niemals gelernt habe, Chinesisch zu sprechen. Und das ist auch das Einzige, was Sinn macht. Das werden wir erklären, warum das passiert ist in Apostelgeschichte 2. Der Apostel Paulus bestätigt, dass die Sprachenrede in der Bibel seit jeher eine Sprache ist, die übersetzt und verstanden werden kann, also profitabel. Er schrieb in 1. Korinther 14,7: Ist es doch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die einen Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe, wenn sie nicht bestimmte Töne geben? Wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Also das war eine fremde Sprache, die du nicht verstehst. So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Das ist so, wie wenn ich jetzt Türkisch zu euch sprechen würde. Was hätte das für einen Sinn? Gar keinen, oder? Ihr versteht mich nicht. Vers 10. Es gibt wohl mancherlei Arten von verschiedenen Stimmen, oder? Genauso können wir auch sagen, mancherlei Arten von verschiedenen Sprachen. Aber ich werde ein Fremder für den sein, zu dem ich spreche. Und derjenige, der zu mir spricht, wird für mich ein Fremder sein. Ich spreche jetzt zu einem Türken, er versteht mich nicht, ich verstehe ihn nicht. Vers 12 und 13. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Also wenn ich jetzt eine Erkenntnis habe, eine neue, und will es dir mitteilen auf einer anderen Sprache, die du nicht verstehst, muss ich dafür beten, dass ich das übersetzen kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, im 14. Vers, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Entschuldigung. Ich bekomme die Gabe der Sprache, auch wenn ich es nicht verstehe. Auf einer fremden Sprache. Mein Geist betet, aber ich verstehe es nicht. Es ist nicht profitabel. Wie soll es nun sein im Vers 15? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Sonst, wenn du mit dem Geist in Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, wie soll der das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du gesagt hast? Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache, also 10.000 Worte zu reden, in einer fremden Sprache zu sprechen, die niemand versteht, ist für niemanden nützlich. Aber verständlich zu sprechen und nicht in irgendeiner sogenannten Engelsprache, ja. Was für mich eine bildliche Darstellung ist in 1. Korinther 13. Weil jedes Mal, wenn ein Engel gesprochen hat, hat er in Hebräisch gesprochen in der Bibel. Also Gott ist kein Gott des Durcheinanders und der Konfusionen. Und das ist eine Konfusion, was wir heute sehen. Totale Konfusion. Deswegen, wenn heute die Sprache nicht verständlich ist, von der die Zuhörer profitieren, dann ist es nutzlos, ohne Sinn. Was ist dann der Sinn dessen? Paulus sagt klar, dass es unnütz ist, wenn dich niemand versteht, oder? Und dann hast du Übersetzer, die nichts übersetzen. Ja? Am besten und am klarsten werden wir verstehen, wie die Gabe der Sprachen bzw. Zungenrede gewirkt und operiert haben.
Und was der Sinn von dem war in der Bibel, wenn wir in Apostelgeschichte 2 lesen, was geschrieben steht. Und das ist, pass auf, die Regel in der Bibel ist immer, wenn etwas das erste Mal angeführt wird, eine Lehre. Das ist die Regel, versteht ihr? Jetzt werden wir sehen, was es bedeutet, beziehungsweise wie sie es gemacht haben in Apostelgeschichte 2. Weil die Korinther das ausgenutzt haben, was in Apostelgeschichte 2 passiert ist. Also zu Pfingsten, wenn der Heilige Geist über die 12 Apostel gegossen wird. Apostelgeschichte 2, 4. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Ist das das Gleiche, was die Korinther jetzt machen? Oder hatten sie eine Gabe der Sprachen und die Korinther eine andere Gabe der Sprachen? Nein, das ist alles gleich. Wenn wir in Apostelgeschichte 2 verstehen, was die Gabe der Sprachen sind, dann werden wir auch sehen, worüber Paulus in Korinther spricht. Also, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, denn das ist Apostelgeschichte 2, und gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Also wussten sie, dass sie aus Galiläa sind. Dann heißt es weiter, wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache reden? Ist das jetzt klar? Jeder hörte sie in ihrer eigenen Sprache reden, nicht in irgendeinem, keine Ahnung, Gebrabbel. Weiter sagt er, Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Pyrgien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hierweilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Wenn das nicht klar ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist die klarste Bedeutung, was die Gabe der Sprachen bzw. Zungenrede bedeutet. Du sprichst eine andere Sprache, du bist ein Galiläer, der keine Ahnung hat von diesen anderen Sprachen und auf einmal kommt die Gabe des Heiligen Geistes und du sprichst in Sprachen. Später werden wir auch die tiefere Bedeutung davon erklären, warum sie diese Gabe bekommen haben. Aber hast du irgendwann gehört, dass jemand heute die Gabe des Geistes bekommen hat und plötzlich, Portugiesisch spricht? Heute gibt es keine Pentakostalen, es gibt keine Pentakostalen, keinen einzigen, der eine andere Sprache spricht, die er niemals gelernt hat, kein einziger. Zeig mir heute einen von denen und ich will ihn hören, ohne dass er jemals eine fremde Sprache gelernt hat und zu mir jetzt in dieser Sprache spricht. Ich bringe ihm jetzt zum Beispiel jemanden aus, Kambodscha und diese Kambodschanerin kann kein Deutsch und er soll ihr das Evangelium auf Kambodschanisch verkünden, obwohl er es niemals gelernt hat. Soll jetzt die Gabe des Heiligen Geistes kommen und dass der Heilige Geist durch ihn wirkt, damit er ihr das Evangelium verkündet. Wir kennen diese Tricks. Das ist so wie Exorzisten. Die reden dann Latein, Hebräisch und so weiter. Lass diese Geschichten. Wir haben zu viele Filme gesehen. Außerdem kann das der Satan auch, ja. Am Anfang der Erschaffung der Gemeinde, als Paulus in die heidnischen Städte ging, an unbekannten Orten, wo keiner war, Illyricum, Griechenland, Achaia und dort weiter, gab ihm der Geist, dass er in diesen Sprachen spricht, damals zu der Zeit. Ja? Paulus sprach in Sprachen, wenn es notwendig war. Weiter. Zu Pfingsten wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Fünften Vers haben wir gelesen. Diese Griechen sprachen kein Hebräisch, Griechisch oder Aramäisch. Deshalb, damit sie die Prophezeiung von Joel verstehen, welche erfüllt werden musste. In Daniels 70. Woche inspirierte Gott, der Heilige Geist, die 12 Apostel Israels, damit sie das Wort Gottes verkünden in mindestens 15 Dialekten. Das sind die Sprachen der Menschen, von wo diese Juden hergekommen sind. Also von den Menschen, ja. Diese Juden waren fassungslos, dass ungebildete Galiläer all diese Sprachen sprechen, die sie niemals gelernt haben. Das war die Gabe der Sprachen bzw. Zungen in der Bibel. Diese verschiedenen Sprachen aus der ganzen Welt sind das Resultat des Gerichts Gottes über die rebellische Menschheit beim Turm von Babel, Babylon.
über das wir in 1. Mose 11, 1 bis 9 lesen. Im israelischen irdischen Königreich, welches in der Zukunft erfüllt sein wird, wird diese Verdammnis des Turms von Babel umgedreht und weggetan werden. Deswegen ist die Gabe der Sprachen, damit sich alle Menschen verstehen, so wie sie sich verstanden haben vor dem Turm von Babel. Gott hat die Sprachen vermischt, jetzt wird Gott die Sprachen einsammeln, wieder zu einer Sprache. Und das ist die Pointe der Gabe der Sprachen. In Sacharja 8,23 steht geschrieben, so spricht der Herr, der Herrscher, in jenen Tagen wird es geschehen, dass 10 Männer aus allen Sprachen der Heidenvölker einen Juden beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen werden, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Sie werden keinen Übersetzer brauchen, sie werden keinen Lehrer brauchen, sondern er wird ihn festhalten beim Rockzipfel und er wird die Gabe der Sprachen haben und er wird zu ihnen sprechen, beziehungsweise der Jude wird zu ihnen sprechen, dass Gott mit ihnen ist. Und das ist das tausendjährige Reich, das ist ein Bild für das tausendjährige Reich. Und Israel bekam die Gabe der Sprachenrede, damit sie die Heiden evangelisieren, genauso wie sie es tun werden, wenn Jesus Christus kommt. Wieder tausendjähriges Reich. Israel ist auch genauso Gottes Volk der Zeichen und Wunder. Ja? Denn es steht in der Bibel in 1. Korinther 1,22, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen. Damit er zeigt, dass er in ihrer Mitte wirkt, wird Gott Wundertaten vollbringen, damit Israel sieht und hört. Weil die Juden immer Zeichen und Wunder verlangen. Von Anfang an, seit Moses das Meer geteilt hat, das sind Wunder. Ja? 10 Wunder in Ägypten. Sie verlangen immer Wunder. Wunder sind ein Beweis, dass Gott durch dich wirkt. Wenn du mit einer neuen Botschaft kommst, wie wirst du mir glauben zu dieser Zeit, damals, ja, wenn ich keine Wunder tue? Heute ist das nicht notwendig. Heute haben wir das Wort Gottes und ich kann alles in Gottes Wort prüfen. Weiter heißt es in Apostelgeschichte 10, 45 bis 47. Also da sehen wir, wie Gott den Israeliten beibringt, wie man die Gabe der Sprachen nutzt. Also wie man sie nützt, ja. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort. Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Also, zuerst müssen wir hier sehen, dass das verschiedene Sprachen, also Menschen aus allen Sprachen waren, mit der Gabe der Sprachen. Denn sonst würden die Juden nicht verstehen, ob diese Heiden Gott erhöhen oder verherrlichen oder ob sie ihn verfluchen. Wie konnten die Juden jetzt erkennen, dass diejenigen Gott verherrlichen? Nur wenn sie verstanden haben, dass das eine fremde Sprache ist. Was sie nur verstehen konnten, wenn das eine menschliche Sprache war und nicht irgendein, nochmal, Gefasel oder Gebrabbel, so wie es die heute machen, die Pfingstler. Gott hat die Gabe der Sprachen über die Heiden ausgegossen, damit sie zeigen, dass Gott jetzt die Heiden errettet. Das war der Grund in Apostelgeschichte 10, 45, warum die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes bekommen haben. Damit Israel sieht, dass jetzt auch die Heiden gerettet werden. Das ist auch der Grund, warum die Sprachenrede bzw. Zungenrede existiert hat. Und auch im Dienst von Paulus am Anfang der Gemeinde, des Leibes Christi, ja. Gott hat Israel bezeugt, besonders dem ungläubigen Israel, dass er jetzt durch die Heiden wirkt, durch den Dienst des Paulus. Deswegen waren die Gaben im Dienst des Paulus am Anfang. Ja. Paulus schrieb in 1. Korinther 14, 21, im Gesetz steht geschrieben, das ist ein sehr wichtiger Vers, ja. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Seht ihr, was die Gabe der Sprachen ist? Denn im Gesetz, ja, steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Deswegen sind Sprachen bzw. Zungen kein Zeichen für diejenigen, die glauben, sondern für diejenigen, die nicht glauben. Versteht ihr? Die Gabe der Sprachenrede ist kein Zeichen für die, die glauben, sondern für die, die nicht glauben. Das bedeutet, dass jeder Pfingstler jetzt auf die Straße gehen sollte und das Evangelium verkünden sollte. Wem? Den Ungläubigen. Und jetzt stell dir vor, dass so einer jetzt zu einem Ungläubigen kommt und dann mit diesem Gebrabbel anfängt, ja? Was sie machen und
Und dass da den Ungläubigen dann predigt, dieses Gebrabbel. Was würde der Ungläubige sagen? Nein, sie reden immer unter ihren Pfingstlern selber, ja. Aber die Gabe der Sprachen war ein Zeichen für Ungläubige. Warum? Weil das ein Wunder ist, ja, besonders zur damaligen Zeit. Heute kannst du mich auf gut Deutsch verarschen und mir sagen, ich habe es niemals gelernt und so weiter. Wer weiß, wann du gelernt hast, wo du gelernt hast und so weiter. Aber zu dieser Zeit damals war das ein bisschen schwieriger. Was glaubst du, es kommt ein Mongole? Du hast ihn nie gesehen und du bekommst die Gabe der Sprache auf dieser Sprache, also zu ihm zu reden. Also ist er ein Ungläubiger und du verkündest ihm das Evangelium. Bedeutet, das war damals. Der 21. Vers, den wir jetzt gelesen haben, ist der Schlüssel zum Verständnis von der Gabe der Sprachen oder Zungenrede. Es ist klar ersichtlich in diesem Vers, dass in fremden Sprachen, intellektuellen Sprachen, wie wir in Apostelgeschichte 2 gesehen haben, sprechen. Inzwischen, dieses Programm, welches gedauert hat, war zwischenzeitlich, ja. Diese Geistesgaben waren einzig am Wirken in der Zeit des Übergangs des Buches der Apostelgeschichte. Gott ist in dieser vergänglichen Zeit abgewichen von Israel zu den Heiden. Also Wunder und Zeichen, die Gabe der Sprachenrede eingeschlossen, ja. Und diese Gaben begannen unter den Heiden zu wirken als Beweis. Wenn einmal die Übergangsperiode fertig war, von Israel zu den Heiden, beziehungsweise wenn das Buch der Apostelgeschichte fertig war, hat Gott Israel und sein Programm mit Israel auf Seite gestellt. Als die Geistesgaben verschwunden sind, hätten die Korinther nichts mehr, auf dem sich ihr christlicher Glaube gegründet hätte. Als die Geistesgaben verschwunden sind, worauf hätte sich ihr christlicher Glaube gegründet? Wenn es nur auf die Gaben gegründet war und die Gaben verschwunden sind. Auf gar nichts. Jetzt spricht Paulus darüber und zeigt uns den höheren Weg. Paulus tadelt diese unreifen Christen, dass sie erwachsen werden im Glauben, ja? Dass sie sich nicht auf die Gaben verlassen, die verschwunden sind. Deswegen hat Paulus auch zwei lange Briefe geschrieben. Zu der Zeit, aber während dieser Zeit der Apostelgeschichte, ja? Sie sind geschrieben worden zu der Zeit der Apostelgeschichte, während dieser Zeit. Sie sind nicht danach geschrieben worden. In den Briefen, die nach der Apostelgeschichte geschrieben worden sind die Gaben schon verschwunden. In 1. Korinther 13,8 sagt Paulus: Die Liebe hört niemals auf. Das ist sehr wichtig, ja. Aber seines Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seines Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Jetzt ist die Frage, wann? Wann wird es aufhören und weggetan werden? Vers 9. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Was ist das jetzt, tat ich weg? Er hat weggetan Weissagungen, er hat die Gaben weggetan, die Gabe der Weissagungen, die Gabe der Sprachen, die Gabe der Heilung. Siehst du den Kontrast? Als ich ein Mann wurde, habe ich das, was zum Unmündigsein gehört, weggetan, das Kindliche. Das Kindliche ist nur stückweise. Das Erwachsene also, ein Mann, das ist vollkommen. Also, das ist verschwunden, denn das Vollkommene, was ist das Vollkommene? Glaube, Hoffnung und Liebe, denn das ist heute auch übrig geblieben. Heute wirkt unser Glaube gegründet auf Liebe, Hoffnung und Glaube. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Jetzt sehen wir mittels eines Spiegels wie im Rätsel. Unklar sehen wir. Warum? Weil erstens noch nicht alle Offenbarungen gekommen sind. Aber wenn alle Offenbarungen gekommen sind, wenn sich alles erfüllt, das bedeutet, wenn das Wort Gottes fertig geschrieben ist, dann werde ich ein wahres Bild von allem haben. Dann werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin, steht geschrieben. Also genauso wie ich mich klar sehe im Spiegel, so werde ich auch das richtige Bild von allem sehen im Spiegel. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Also diese drei bleiben. Das andere wird weggetan. Das ist noch ein Beweis, das ist ein sehr wichtiger Beweis, dass die Gaben aufgehört haben. Also geistige Gaben.
Die Hauptgaben waren Weissagung, Sprachen und Erkenntnis, oder? Wer sagt? Sie waren aktiv, bis das Wissen und das Verständnis unvollendet waren. Beziehungsweise bis wir noch nicht das vollkommene, fertiggestellte Wort Gottes hatten. Was das Wort Gottes betrifft, welches wir jetzt natürlich haben. Also der biblische Kanon, bis der fertig war, ja, bis die Bibel fertig war. Bis dahin waren die Geistesgaben nicht mehr, also nachdem waren dann die Geistesgaben nicht mehr notwendig. Die Gabe der Sprachenrede, also Sprache in fremden Sprachen, die der Gläubige nie gelernt hat, haben aufgehört, als die Bibel fertig war im ersten Jahrhundert. Aber wenn das Vollkommene kommt, das bedeutet komplettiertes Wissen und Verständnis, welches wir bekommen haben, mit der Fertigstellung des Wortes Gottes, mit der Bibel. Vollkommen bezieht sich nicht auf das Kommen Jesu Christi und auf unser Gehen in den Himmel. Vollkommen bezieht sich auf die vollständige Offenbarung, denn dann wird das stückweise weggetan. Gott will, dass wir jetzt im Wissen wachsen durch sein Wort, das dich vollkommen machen kann. Nur die Bibel kann dich heute vollkommen machen. Also die Gaben sind bis das Vollkommene kommt. Und das ist einzig die komplettierte Bibel, die die Macht hat, dich vollkommen auszubauen. Und das steht in 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also heute kann dich nur einzig das geschriebene Wort Gottes, welches wir in der Hand haben, ganz zubereiten, vollkommen. Und zu jedem guten Werk völlig ausrüsten. Du brauchst nicht irgendwelche Gaben, sie sind nicht notwendig, sie werden nicht gebraucht. Paulus will, dass die unreifen Korinther erwachsen werden während der Zeit ihres Lebens auf der Erde und nicht, wenn sie in den Himmel kommen. In 1. Korinther 13,11 sagt er, als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Also noch eine Sache ist wichtig hier anzusprechen. Die Gabe der Erkenntnis wird nicht aufhören. Wenn wir sagen, dass Gaben, Weissagung, Sprachen und Heilungen aufhören, wenn Jesus Christus kommt, das ist der größte Blödsinn, denn dann ergibt es keinen Sinn. Warum? Weil wenn Jesus Christus kommt, dann wird die Gabe der Erkenntnis wachsen. Das ist offensichtlich, oder? Du wirst mehr Wissen haben und nicht weniger. Also offensichtlich müssen wir ein bisschen da auf die Grammatik achten. Genauso auch, wenn die Geistesgaben heute in Funktion sind, dann sind auch die Prophezeiungen heute aktiv. Das würde bedeuten, dass die Bibel nicht komplett ist. Denn dann würden die Gläubigen heute sagen, so spricht der Herr. Und solche haben wir genug in diesen Kirchen. Wie zum Beispiel, dass es heute Apostel und Propheten gibt, wie zu der Zeit der frühen Kirche. Denn da war sie im Aufbau. Und dass der Apostel Paulus mit neuen Offenbarungen kommt. Also wenn er sogar kommen würde jetzt mit neuen Offenbarungen, wie könnten wir heute prüfen? Ja, wie könnten wir heute prüfen, ob er das Wort Gottes spricht, wenn er heute kommen würde, oder? Denn wenn eine neue Offenbarung ein Geheimnis ist, dann ist es noch nicht offenbar. Also Paulus kommt jetzt mit neuen Offenbarungen, dass er dann Gaben hat und damit das bestätigt, dass das eine neue Offenbarung ist, oder? So würde das sein. Aber das steht dann im Wort Gottes, oder? Und was, wenn nicht? Was, wenn jetzt jemand mit neuen Offenbarungen kommt? Dann, und das steht aber nicht im Wort Gottes, dann ist es ein Betrug, oder? Und solche kenne ich auch viele. Auf Facebook, YouTube und überall. Offensichtlich ist dann die Bibel nicht die Autorität für die. Denn man kann nicht vergleichen, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Sie haben die Bibel nicht als Autorität. Zurück zum Thema. Es ist interessant, dass in diesen pentekostalen Gemeinden, also schaut euch das auf YouTube an, wenn ihr wollt, es gibt 1 Million Videos davon und sowas, dass jemand von diesen sogenannten Gläubigen, die Gabe der Sprachenrede haben, keine einzige fremde Sprache sprechen können, sondern immer in irgendeiner unklaren Sprache, die ihnen der Geist gibt, ja? Irgendeine eingebildete Engelsprache. Warum spricht nicht wenigstens einer in einer fremden Sprache, die er als Gabe bekommen hat? Wirklich, nicht ein einziger. Weil das alles ein einfacher Betrug ist, ein Betrug und hat nichts zu tun mit geistigen Gaben. Und um es nochmals zu erwähnen, zu der Zeit der frühen Gemeinde,
am Anfang bestanden die Gaben der Übersetzung und Weissagung, die bestätigt haben, ob jemand Gottes Wort spricht. Das war der Beweis, dass jemand Gottes Wort spricht, weil du damals nicht das komplette Wort Gottes gehabt hast. Du hattest keine Autorität, es war noch nicht fertig. Und Apostel in der Bibel bedeutet, derjenige, der direkt von Jesus Christus gesandt ist, mit neuen Offenbarungen von Gott, mit einer neuen Botschaft. Also Apostel bedeutet, dass er gesandt ist, Gesandter, oder? Von Gott direkt, mit einer neuen Botschaft. Und das war der Apostel Paulus, oder die 12 Apostel, die waren, ja? Sie sind direkt gesandt vom Herrn Jesus Christus. Und sie bestätigen ihre Botschaft mit Gaben und Wundern und Zeichen. Heute ist das unnötig. Warum? Weil die Botschaft sich schon im ersten Jahrhundert verbreitet hat in der ganzen Welt. Und die Bibel ist komplettiert und es gibt keine neuen Offenbarungen mehr. Und weil es keine neuen Offenbarungen mehr gibt, dass alles geschrieben ist und dass der einzige wahre Maßstab geschrieben ist, ja, das Wort Gottes, die Bibel, gibt es keine Offenbarungen mehr. Wie würden wir wissen, ob es die Wahrheit ist oder nicht heute? Wenn du jetzt heute zu mir kommst mit neuen Offenbarungen, wie weiß ich jetzt, ob das stimmt oder nicht? Nur durch das Wort Gottes, die Bibel. Das ist die einzige Möglichkeit. Gibt keine andere. Weil wenn es nicht so ist, ja, genau wegen dem, weil es den Menschen nicht die einzige und absolute Autorität ist, haben wir verschiedene Sekten und Kulte, die sich eingebildet haben, dass Gott zu ihnen spricht. Hier einige von diesen falschen Propheten. Joseph Smith, ja, diese Mormonen. Ellen G. White, Adventisten. William Branham, der sich ausgedacht hat, der wäre Elias. Bertha Dude, das sind diese Lorenz Novosel-Anhänger und so. Ja. Mohammed, Islam, Selbstmordsekten gibt es auch noch und so weiter. Ja. Und das passiert, wenn dir die Bibel heute nicht die einzige Autorität ist. Um das geht's. Und es gibt noch mehr von solchen ähnlichen. Also entgegen den Prinzipien der charismatischen Bewegung ist uns die Gabe der Sprachenlehre heute nicht von Nutzen. Überhaupt nicht. Denn sonst verlieren wir Zeit und Geld, denn wir schicken die Missionare, andere Sprachen zu lernen in der Schule. Warum müssen Missionare fremde Sprachen lernen in der Schule? Weil sie offensichtlich nicht die Gabe der Sprachenrede haben, der Zungenrede. In den Anfangszeiten der Gemeinde waren diese Gaben aber aktiv, als Gott die Gaben nutzte, um den Juden zu zeigen, dass er jetzt unter den Heiden wirkt. Aber es kam zu der vorbestimmten Zeit, als die Geistesgaben nicht mehr notwendig waren. Also es kam zum Ende von dem. Ja. Die Geistesgaben waren nicht mehr notwendig, weil das Wort Gottes, ich wiederhole jetzt schon zum 10. Mal, die Heilige Bibel, ja, fertig war. Und die Menschheit hat eine volle und vollendete, also vollkommene Bekanntmachung von Gott. Ja. Denn das Wort Gottes ist einzig vollkommen und rein, oder? Wir wissen, dass die heutigen Sprachenredner, Zungenredner in der Religion nicht den Willen Gottes tun, ja? Denn sie fügen sich nicht den Regeln Gottes, welche sich beziehen auf die Sprachenrede, die beschrieben sind im 14. Kapitel vom 1. Korintherbrief. 1. Korinther 14, 34. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Hier steht klar und deutlich, dass es nur den Männern gestattet war, in den Kirchen zu reden, oder? Also solange die Sprachen tätig waren, also am Werken waren, durften nur die Männer in Sprachen reden innerhalb der Gemeinde. Wieso tun das dann heute die Frauen dort? Wieso reden sie heute in Sprachen? In Zungen. Warum? Weil sie sich an gar keine Regeln halten. Zweitens, verpflichtend, also verpflichtend, zwei oder drei, und das nach der Reihe. Also man durfte nicht so wie heute diese Gemeinden alle auf einmal brabbeln, faseln und in sogenannten Zungen. Ja. 1. Korinther 14, 23 sagt, wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, was würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Schicke einen Ungläubigen in einen Gottesdienst von diesen Pentekostalen. Er soll reingehen, wenn alle beginnen in Zungen zu sprechen und wenn sie anfangen über die Bänke zu springen und sich am Boden wälzen. Schick ihn mal dorthin, was er dann sagt. 24. Vers. Wenn aber alle weissagten,
und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Das bedeutet, wenn es einen Prophet in der Kirche gibt und ein Ungläubiger kommt rein, was kann der Prophet tun, wenn er ein Prophet Gottes ist? Ja? Er wird gleich erkennen, wer er ist, was er ist und was in seinem Herzen ist, oder? Soll er das heute tun? Soll heute ein unbekannter Mensch kommen und er soll erkennen, was in seinem Herzen ist? Er soll erkennen, wer er ist und was er ist. Das geht nicht. Das konnte man aber einmal. Heute geht das nicht. Als die Gaben noch in Funktion waren, konnte man es. Vers 27 und 28. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein, und der Reihe nach. Und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Hier haben wir es, was wir vorher geredet haben. Warum reden heute alle auf einmal und ohne Auslegen? Keiner übersetzt diese Sprachen, wenn sie faseln und brabbeln. Die Selbstkontrolle beibehalten wird die ganze Zeit verlangt, oder? Als die Gaben noch aktiv waren, war die Selbstkontrolle wichtig. Das steht klar in 1. Korinther 14,40. Warum dann verlieren die heutigen Sprachen- oder Zungenredner die Kontrolle über ihren Körper? Sie überspringen, sage ich nochmal, die Bänke, wälzen sich am Boden, tanzen und machen alle möglichen Tiergeräusche nach. Ja? Als ob wir im Tiergarten Schönbrunn wären oder in irgendeinem anderen Zoo. Das hier ist kein Spott, ja? Das ist traurig. Das ist peinlich für das Christentum. Weiter. Die Sprachen mussten ausgelegt und übersetzt werden. Gottes Gabe der Sprachenrede waren intelligente menschliche Sprachen, die der Gläubige niemals vorher gehört hat. Außerdem musste es übersetzt werden, was auch eine geistige Gabe war. Die Gabe der Auslegung. Warum faseln dann heute die Sprachenredner so, dass es nicht ausgelegt werden kann und es niemandem zum Vorteil ist? Es ist niemandem zum Vorteil, niemandem zum Nutzen. Paulus sagt klar, dass es zum Vorteil sein muss, damit sich die Gemeinde aufbaut. Zur Erbauung. Also es ist offensichtlich, dass die heutige Gabe der Sprachen bzw. Zungenrede nicht von Gott ist, denn sie stimmt nicht mit den Vorschriften überein in der Sprachenrede, die Gott in den oben genannten Versen angegeben hat. Statt den Geistesgaben haben wir das fertiggestellte, geschriebene und vollkommene Wort Gottes, wie wir heute seinen Willen erfüllen. Und diese Bibel ist übersetzt worden auf fast alle Sprachen der Welt. Durch Studieren und Glauben an die Bibel, die man notwendigerweise recht teilen muss, wird geistiger Wachstum beim Gläubigen, es wird geistigen Wachstum produzieren, ja, beim Gläubigen. Also wenn es nicht von Gott ist, woher ist dann die Herkunft der heutigen Gabe der Sprachen oder Zungenrede? Woher ist die Herkunft? Wo kommt das her? Wir wissen, dass solche Sprachenreden identisch mit anderen Religionen sind, weil sie auch von anderen Religionen genutzt werden. Zum Beispiel im Islam, Hinduismus, Voodoo, ja? Noch ein paar Religionen. Genauso wissen wir, wer der Gott dieser Welt ist, oder? Das ist ein Karneval des Leibes. Das ist nichts anderes als emotionales Aufbauen, körperliche Aktivität durch geistig unreife Menschen, die definitiv nichts zu tun haben mit dem Gott der Bibel. Gott wirkt heute nicht durch unsere fleischlichen Emotionen. Das ist sehr wichtig. Denn Emotionen sind vergänglich und verseucht mit der Sünde, laut Jeremia 17,9. Wie wir in einem vorigen Video schon darüber geredet haben. Gott wirkt heute durch unseren Geist und unseren Verstand, wenn wir durch Glauben sein Wort studieren. Römer 12,1-2, Epheser 4,23, Kolosser 3,10, 1. Thessalonicher 2,13 und Kolosser 1,9-10. Das Wort Gottes ist es, das uns das Geistige vom Fleischlichen trennt und das als Einzige den Gläubigen erbauen und vollkommen ausrüsten kann. Und deswegen haben wir in Hebräer 4,12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Die Gaben haben aufgehört, als der Leib Christi funktional geworden ist.
dass er sich selber aufbauen kann, in Liebe durch gesunde Lehre. Die Gaben sind verschwunden, als der Leib Christi funktional geworden ist, nochmal, dass er sich aufbauen kann alleine. Durch gesunde Lehre in Liebe. Das bedeutet, dass du die vollkommene Offenbarung von Gott haben musst. Das ist die komplette Bibel. Keine einzige Gabe, die genannt wird in Römer 12, 1, Korinther 12 und 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14, sind nicht in der Funktion als Grund zum Aufbauen, wie sie es einmal waren am Anfang der Gemeinde. Heute sind sie es nicht, denn der Grund ist schon gelegt. Wir haben ihn in der Bibel. Es gibt keinen neuen Grund mehr. Das sind Offenbarungen, die in der Bibel aufgeschrieben sind. Hier einige Beispiele, wie heute in den charismatischen Gemeinden den Leuten gesagt wird, welche Gabe sie bekommen. Ja? Einige Kriterien zur Erkennung der geistigen Gabe. Ja? Und das ist für mich tragisch und komisch zugleich. Ja? Also, wenn du emotional bist und unsicher wegen deiner Rettung, dann hast du wahrscheinlich die Gabe der Zungenrede. Wenn du es liebst, darüber zu sprechen, wie die Menschen leben sollen und was sie denken sollen, dann hast du die Gabe der Weissagung. Wenn du faul bist und du vorausbestimmt bist für große Sachen, dann hast du die Gabe der Wunder. Wenn du dir wünschst, in der Gemeinde zu sprechen, aber du kein guter Redner in der Öffentlichkeit bist, dann hast du die Gabe der Zungenrede. Wenn du eingebildet bist und ein höheres Ego hast als alle Mitglieder der Gemeinde zusammen, dann hast du die Gabe der Heilung. Wenn du schüchtern und zurückhaltend bist, aber du kommst regelmäßig zu den Gottesdiensten in der pentakostalen Gemeinde, dann hast du die Gabe des Glaubens. Dann hast du die Gabe des Glaubens bekommen, weil du regelmäßig da bist. Ja. Wenn du den Geist spürst, der deinen Körper in Bewegung setzt, besonders wenn laute Musik an ist und wenn du noch dazu fastest, ja, dann hast du die Gabe der Zungenrede. Wenn du noch auf der Suche bist, welche Gabe du hast, du aber schon 5 Jahre in die Gemeinde gehst, dann hast du die Gabe des Helfens. Wenn sie nicht wissen, was sie dir geben sollen, dann hast du die Gabe des Helfens. Du bist regelmäßig in der Gemeinde. Wenn du phänomenal die guten und schlechten Geister unterscheiden kannst, ja, von diesen Harry Potters, ja, und das auf den ersten Blick, Entschuldigung, dann hast du die Gabe der Unterscheidung der Geister. Wenn du dein Geld verdienst mit Schreiben von Büchern, dann hast du die Gabe des Wissens bzw. der Erkenntnis. Wenn ihr eure Gaben noch nicht erkannt habt aufgrund dieses Tests, ja, dann hast du die Gabe der Zungenrede. Das kannst du immer lernen. Wenn du regelmäßig Geld einsammeln kannst von Menschen, die schon wissen, was ihre Gabe ist, gratuliere, du bist Apostel geworden. Wenn du Geld hast, dann bist du Apostel. Ja. Das ist ein wenig tragisch und komisch zugleich. Ja. Das ist kein Spott gegenüber jemandem. Sondern wir wollen nur den Menschen zeigen, dass das, was sie tun in diesen charismatischen Gemeinden, überhaupt keine Gemeinsamkeit hat mit den wahren biblischen Geistesgaben. Die heute nicht, sage ich nochmal, noch einmal, ja, heute nicht aktiv sind. Es ist egal, wie viele Menschen sich diese Geistesgaben wünschen heute, die existiert haben am Anfang der Gemeinde. Ja. Das rechte und richtige Einteilen der Bibel lehrt uns, dass der Heilige Geist aufgehört hat, supernaturale Gaben zu geben. Jetzt werden wir 5 Hauptgründe aufzählen, warum die Geistesgaben aufgehört haben. Die ersten 3 sind verbunden direkt mit Israel. Erstens, es gibt keinen Dienst mehr für das israelische Königreich. Nach den Prophezeiungen wird es im israelischen Königreich keine Blinden, Tauben, Lahmen und Kranken geben. Deswegen wurden diese Gaben zu Pfingsten gegeben in Apostelgeschichte 2, als Zeichen, dass das Königreich nahe ist und dass es kommt. Und wir wissen, warum es nicht gekommen ist, oder? Weil die Dispensation der Gnade eingeführt wurde, beziehungsweise eingeschoben wurde dazwischen, die schon 2000 Jahre dauert. Lukas 10, 9 sagt, und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Als erstes ist das Reich Gottes nicht mehr nahe, vielleicht uns jetzt schon, ja, aber schon 2000 Jahre ist es nicht nahe und deswegen gibt es auch keine Gaben mehr jetzt. Aber wenn es beginnt, dann wird es wieder Gaben geben. Solange der Heilige Geist gedient hat für das prophetische Königreich Israels, waren die Gaben und Wunder notwendig. Aber als der Dienst sich geändert hat mit der Offenbarung der Geheimnisse Jesu Christi an Paulus, dann sind diese Gaben langsam verschwunden, stufenweise. Ja? Die Gaben auf physischer Ebene waren das Bild für das tausendjährige physische Königreich auf der Erde. Während für uns alles unsichtbar ist, das bedeutet geistig.
Denn wir gehen in die himmlischen Regionen, wir wandeln aus Glauben und nicht im Schauen. Zweitens, der zweite Grund, warum die Gaben verschwunden sind, ist, weil es keine Zeichen und Wunder mehr gibt für Israel. Also als der Dienst des Geistes sich änderte, hörten die Gaben auf. Währenddessen hatten Paulus und die Heiden am Anfang der Gemeinde noch immer Gaben des Geistes, oder? Jemand wird sagen, du nennst Paulus als Apostel, der für die heutige Zeit ist, und Paulus hatte Gaben und die Gemeinde auch. Warum? Die Frage ist natürlich, warum? Deswegen, weil die geistigen Gaben der frühen Gemeinde gegeben worden sind und sie ein Zeichen für Israel waren, dass Gott etwas Neues tut durch Paulus und durch die Heiden. Es steht genau, und das haben wir schon gesagt, 1. Korinther 14, 22, dass die Sprachenrede ein Zeichen war für diejenigen, die nicht glaubten, dass Gott durch Gläubige wirkt. Und 2. Korinther 12, 12 und in Galater 2, 7 sehen wir, dass Paulus Wunder ein Zeichen waren für seinen speziellen Aposteldienst vom Herrn. Heute gibt es keinen Apostel, keine Gaben. Ohne diese supernaturalen Zeichen würden weder Petrus noch die Heiligen in Jerusalem noch irgendein anderer Israelit, gläubig oder ungläubig, sie würden nicht sicher sein, dass Gott Paulus in die Welt geschickt hat mit einer neuen Botschaft. Das ist auch sehr wichtig. Deswegen in Apostelgeschichte 15,12 auf diesem großen Treffen, als sich alle getroffen haben, Petrus und seine und Paulus und seine. In 15,12 heißt es, da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Also als Paulus Zeichen und Wunder erwähnte und dass Gott sie durch ihn unter den Heiden getan hatte, dann schwiegen alle Juden. Denn das war ihnen ein Zeichen, dass er die Wahrheit spricht. Paulus manifestierte vollkommen seine Gaben unter den Heiden, dass alle Juden sehen, von Jerusalem bis nach Rom. Nachdem bestand keine Notwendigkeit mehr für die Gaben. Die Botschaft ist in der ganzen Welt angekommen. Ab Apostelgeschichte 28. Ab dann endeten Paulus Gaben für das ungläubige Israel. Und Paulus hat auch keine Gaben mehr in weiterer Folge, was wir klar sehen in 2. Timotheus 4,20. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ sich in Milet krank zurück. Paulus konnte Trophimus nicht mehr heilen. Die Gaben haben aufgehört. Der zweite Timotheusbrief ist Jahre nach Beendigung der Apostelgeschichte geschrieben worden. Jahre. Drittens, der dritte Grund, warum die Gaben verschwunden sind. Der dritte Grund, warum sie verschwunden sind, ist, weil es kein Israel mehr gibt. Zumindest bis diese Dispensation der Gnade dauert. Es gibt kein Israel und es dauert schon 2000 Jahre. Und es ist offensichtlich, dass es Gottes Israel, heute nicht mehr gibt. Heute, also heute nicht gibt, ja. Das sehen wir klar. Dieses Israel dort, die jetzt ihr eigenes Land haben, hat nichts zu tun mit Gottes Israel. Keiner kann mir sagen, dass das was zu tun hat mit Gott. Denn wenn es eine Beziehung zu Gott haben würde, würden sie an Jesus Christus glauben. Dieses heutige ungläubige Israel ist der Rest dieser Pharisäer, Sadduzäer und denen, die zur Zeit Petrus und Paulus waren. Das sind Nachkommen der Juden, die Apostel verfolgt haben. Aber wenn Gott Israel wieder aufrichtet und wieder beginnt mit ihnen zu wirken, dann wird sich Gottes Israel wieder erheben. Im Alten Testament wurden Zeichen und Wunder Israel versprochen und Israel ist stufenweise verschwunden durch die Apostelgeschichte. Und die Gaben werden wieder in Funktion sein, wenn die letzten 7 Jahre auf der Erde beginnen. Und das ist die große Drangsal- bzw. Trübsalzeit. Und wenn Gott Israel wieder erhebt, ja, und deswegen haben sie Gaben, dass sie todbringendes und giftiges Wasser trinken können, was wir gelesen haben in Markus. Denn in der Offenbarung sehen wir, dass das Wasser vergiftet ist. Sie haben die Gabe, dass sie die Schlange in die Hand nehmen können. Denn in Offenbarung 9 sehen wir komische Geschöpfe, die ausschauen wie Schlangen und zubeißen, oder? Alle diese Gaben haben einen Sinn und sind ein Bild von irgendwas. Heute hat diese Gabe gar keinen Sinn. Es ist gut und schön, wenn dich Gott heilt, oder? Das ist alles schön, aber Paulus sagt auch dazu in 2. Korinther 12, 9, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Das bedeutet, dass ich stark werde, wenn ich schwach bin. Weiter sagt er, darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist das, was wir auch in Römer 8 lesen, im 8. Kapitel. Wir leiden alle. Alle.
Aber alles führt zum Guten dann, oder? Denen, die in Christus sind. Wie? Ja, so. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich sehe, dass ich schwach bin, dann rufe ich mehr zu Gott. Dann sind meine Gedanken noch mehr auf Gott gerichtet. Darum geht's. Der vierte Grund, warum die Gaben aufgehört haben, ist, dass wir keine Kinder bzw. Unmündige sind. Und das haben wir schon vorher durchgearbeitet. Also das, was wir gesagt haben. 1. Korinther 13,11 sagt, als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie einer, wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Wir sind heute nicht unter dem Gesetz, aber Gott hat unter dem Gesetz auf Israel geschaut, wie auf seine Kinder. Wir sind heute unter der Gnade und deswegen haben die Gaben und Zeichen und Wunder aufgehört. Aber als wir als Leib Christi, ja, zum Mann geworden sind, eine reife Person, dann legen wir das Kindliche bzw. das Unmündige ab. Paulus sagt in Epheser 4,11, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Ich wiederhole, hat. Er hat. Das ist ein sehr wichtiger Vers über Gaben. Ja? Sehr wichtig. Er hat gegeben. Er steht nicht, er gibt weiterhin. Das waren alles Gaben, die er da aufgezählt hat. Die Gabe des Lehrers bedeutet, dass er die ganze Bibel kennt, sie aber niemals gelernt hat. Die Gabe des Evangelisten genauso, dass er genau weiß, was er wann sagen muss im richtigen Moment. Ja? Und dass ihn niemand niemals gelehrt hat. Und wir heute müssen lernen, weil das die Bibel klar sagt. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht teilt. 2. Timotheus 2,15. Weiter sagt er, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Jesus, des Leibes Christus. Weiter heißt es dann im 13. Vers bis, ja. Und das ist ein ganz wichtiges Wort, denn es bestimmt die Zeitperiode, bis wann die Gaben aktiv waren. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr, was? Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum führen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also, die Gaben waren, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Wir haben gelesen, was uns vollkommen machen kann und dass wir vollkommen den Sohn Gottes erkennen können und dass wir nicht mehr kindisch bzw. unmündig sind, sondern dass wir die komplette Offenbarung Gottes haben und dass wir vollkommen das Wort Gottes kennen. Das fertiggestellte Wort. Durch das Wort Gottes erkennen wir die Wahrheit. Wer die Wahrheit spricht und wer nicht, können wir anhand der Bibel prüfen. Aber wenn wir uns an alle Verse halten, beziehungsweise wenn wir alle Verse verstehen und wenn wir sie recht teilen können, was, wann, für wen, wie, an wen, ja. Also zum ganz zubereiteten Menschen Gottes wirst du durch das Wort Gottes, laut 2. Timotheus 3, 16 und 17. Und der fünfte und letzte Grund, warum die Gaben aufgehört haben, ist, deswegen, weil die Bibel komplettiert ist, das haben wir auch gesagt. Ja? Die geistigen Gaben waren notwendig, damit sich die Bibel komplettiert. Bedeutet, dass sie fertiggestellt wird. Denn wie würde ohne die Gaben jemand neue Prophezeiungen oder Offenbarungen reden? Aber weil jetzt die Gaben aufgehört haben, gibt es kein Dazutun zum Wort Gottes. Und das sehen wir klar in Offenbarung 22, in Mose 5 und noch ein Vers gibt es da dazu. Ja. Dass es kein Dazutun gibt zu Gottes Wort. Heute besteht nur Logos. Geschriebenes Wort bedeutet das. Heute spricht Gott nicht so wie einst zu den Aposteln. Deswegen gibt es heute keine Apostel. Also die Schlussfolgerung von diesem Video ist, dass es keine geistigen Gaben mehr gibt. Die Heilige Schrift ist vollkommen komplett und vollkommen genug, damit der Mensch Gottes im Glauben wandelt und dass er vollkommen ist. Bedeutet eine reife, erwachsene Person im Geist, ja. Dass er kein Kind mehr ist. Und das ist die Pointe. Und deswegen sagt er in Epheser 4, 13 und 14, dass wir nicht mehr Unmündige sind, denn wir haben jetzt das Wort Gottes
und vollkommene Offenbarung Gottes. Ja, danke euch fürs Zuhören heute. Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus.